So, dann nehmen wir doch mal direkt weiter. Machen wir mal direkt weiter mit Riptos Rage. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie sie Raptor hier tatsächlich designt haben. Ich erinnere mich nur vage an diesen Mega Omega Goblin. Diesen Goblin mit Wahnvorstellung. Ja, ich glaube, einige Trophäen dürften echt tricky werden. Bin mal gespannt. Hört es jemals auf zu regnen? Ich habe vergessen, wie die Sonne aussieht. Du hast in die Sonne geschaut? Urlaub fahren. Ins Warme. In die Sonne. Drachenufer. Yeah. Da war ich nicht mehr, seit wir Nasty Nog besiegt haben. Wie sieht's aus, Bugs? Hast du Lust auf einen Strandurlaub? Ich spüre meine Gehirnhälfte nicht mehr. Oh Gott. Funktioniert das, Professor? Beinahe. Nur noch ein paar Änderungen. Oh Gott, der Professor. Und? Vielleicht ist das keine so gute Idee. Ein Drache hier könnte Riptor noch wütender machen. Ganz ruhig, Jäger. Und hör auf zu zappeln. Denk an das Buch des Professors. Sie haben Krallen, riesige Zähne und sie können Feuer spucken. Die klingen viel gefährlicher als Ripto. Genau darum geht es doch. Ein Drache ist unsere einzige Chance gegen Ripto. Das weißt du. Ja. Es klappt. Es klappt. Ich habe einen Drachen. Boah, harte Landung. Hi, wo geht's zum Strand? Hey, guckt nicht so. Habt ihr etwa noch nie einen Drachen gesehen? Was seid ihr denn für Fuckbots? Drache? Hast du ein Problem damit, Kätzchen? Meteoritenschlag. Oh ja. Gott, Ripto. Jemand hat vergessen, mich auch einzuladen. Wollt ihr etwas vor mir verbergen? Alter, dieser Kragen, ey. Ein Drache? Ihr habt einen Drachen nach Avalon geholt? Ich hasse Drachen. That was easy. Roll credits. Das war mein Zepter! Wir sprechen uns später! Wer war das denn? Das war Ripto. Und wir müssen ihn loswerden. Er macht uns hier jede Menge Ärger, aber ich habe keine Zeit zum Erklären. Hier, nimm das magische Buch über Avala. Es wird dir helfen, unsere Welten zu verstehen. Erstmal muss ich Ripto folgen und sehen, was er vorhat. Wir treffen uns im Sommer bald, okay? Hey, immer langsam. Oh, ich will irgendwie gar nicht wissen, wie Geldsack aussieht, ey. Sowas nur ständig, Kumpel? Ich weiß nicht wieso. Ich will irgendwie nicht wissen, wie Geldsack aussieht. Können wir bitte eine Petition starten, wo Geldsack wirklich das so aussieht, wie er ist? Nämlich ein Sack voll Geld. Ach, aber guck mal, hier hat man das Feature genau schon. Das haben wir genauso. Also, sie haben wirklich für jedes Spiel quasi dieselbe Engine genommen. Das ist interessant. Willkommen in Glimmer, Spyro. Leider ist gerade eine Echsenmeute aufgetaucht, die alle unsere Edelsteine klaut. Kannst du sie aufhalten? Ich weiß nicht. Stimmt, hier gab es ja diese komischen... Weiß auch nicht. Die Seelen der Kreaturen. Weiß auch nicht, was das ist. Stimmt, das war ja hier alles ein bisschen anders im zweiten. Sparks verweigert immer noch regelmäßig die Arbeit, das ist schön. Wenn er irgendwie für Ewigkeiten im Schmetterling hinterherjagt. Der Sparks ist so, ne? Es weht ein kalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag, möchte ich nur mal so gesagt haben. Aber somit sehen die Spiele wenigstens allesamt gleich aus oder beziehungsweise kontrollieren sich gleich. Ist nice an sich. Anstatt dass du in jedem Spiel dann immer andere Steuerungen und alles hast oder irgendwelche Fähigkeiten nicht hast.
Aber ich bin mal gespannt. Ich habe so das Gefühl, dass der Teil könnte ein bisschen tricky auf Platin werden. Also eins war jetzt, das war easy. Also das war Next Level Easiness. Aber weggefetzt den Boy. Hi Spyro, ich bin eine Freundin von Elora. Das ist schön. Ich habe mich gebeten, dir zu helfen. Wann immer du mich findest, merke ich mir deine Fortschritte. So etwa. Ich habe zuerst gedacht, sie hat mich getreten. Dass ich dich hierher zurückbringe, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Bis später. Later. Oh Mann, das ist schön. Also das ist... Ey, weißt du, jetzt selbst wenn wir beim zweiten Teil sind, ist es irgendwie immer noch schön. Ich weiß auch nicht. I still like it. Ich glaube, ich habe hier alles, ne? Ja, okay, ich habe begriffen. Das ist halt praktisch, dass man hier jetzt auch Sparks hat von Anfang an. Er gefetzt den Boy. Boy. Curbstomp von der Fee hier. RKO out of nowhere. Ah, oh. Du musst der Drache sein, von dem alle reden. Tja, Drache hin oder her. Die Brücke zu öffnen wird dich leider etwas kosten. Das ist das Geld. Macht 100 Edelsteine, wenn du rüber willst. Oh, vor allem diese Stimme. Danke, werter Drache. Spyro, richtig? Ab sofort kannst du die Brücke jederzeit benutzen. Kostenlos. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn du noch mehr Edelsteine hast. Oh mein Gott. Sie haben es tatsächlich hingekriegt, Geldsack noch geldsackiger zu machen. Alter. Geldsack ist jetzt noch geldsackiger. Wir Edelsteinhauer sind etwas zu klein, um auf diese Leitern zu klettern. Du wohl auch. Besuche mich in Glimmer, wenn du klettern gelernt hast. Es dauert ewig, bis ich klettern gelernt habe. Wisst ihr, wie lange das an meinem in meinen Ego nagen wird, dass ich hier was nicht komplett habe? Das wird ewig dauern. Oh Mann. Aber ich meine, das war damals schon so, dass du das erste Level nicht komplett machen konntest. Ja, und dann ist da oben so ein Tor. Ein Tor? Das war Wenn du Aktion drückst, kannst... Ja, schön. Kann trotzdem nicht klettern, Bitch. Ja, aber das war leider damals so. Danke für deine Hilfe im Kampf gegen die Echsen, Spyro. Bitte nimm diesen Talisman von Glimmer als Dankeschön. Ja, kein Ding. Oh, geil, eine Spitzhacke. Plus 30 auf Sammler geschickt. Das sah gerade mega aus, als wäre es irgendwie vom Blizzard gekommen oder so. Ich weiß auch nicht. Jedes Mal, wenn ich so eine Tor-Animation sehe, denke ich immer unweigerlich an Blizzard. Total merkwürdig. Eine absolute Macke von mir. Oh boy. Hey, 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 hey. Warte mal. Das Superflug Power-Up ist aktiv und du kannst unsere Edelsteinlampen entzünden. Ah ja, stimmt. Quests. Ich kann da einfach so hin. Ich mach das gleich. Warte mal. Es sei denn, sie haben das rausgenommen, dass man das kann. Weil eigentlich müsste das von der Reichweite her genau passen. Dass ich nicht klettern brauche. Für deine Hilfe bei den Lampen. Ja, wirklich so ein Nasty Nox Sextoy irgendwie ist. Ne. Einfach weil es ist fucking Geldsack. Und Geldsack ist ein Geldfuck. Ich habe das damals schon mal so gemacht. Wenn Sparks jetzt nicht noch die Arbeit verweigern würde, wäre richtig cool. Das kann man aber schaffen. Das schaffe ich. Ich meine, jetzt habe ich es nicht geschafft, aber wenn ich jetzt gleich abbiege, dann sollte das eigentlich machbar sein. Dann sag mir so, fuck your system, ich brauche nicht klettern. Deine Mutter muss klettern. Alter. Vor allem, Herr Kuto. Sagst du, Motto, Alter, hast du mein Geld angeguckt?
Ich bring dich um! So guckt der, ey! Das ist ein Geldsack angefasst vom Sack. Alter Geldsack, ey. Diese Echsen haben alle meine Edelsteine gefressen. Ich wollte sie mit Steinen verjagen, aber sie sind zu schnell für mich. Du kannst es gern mit einem meiner Steine... Spit! Guter Schuss! Folgt mir zur nächsten Echse! Ach ja, genau. Die Geldnutte. So in etwa. Ach komm, da... Sparks, komm. Ach nee, kann ich das noch nicht? Oh Mist, das kann ich auch noch nicht. Also langsam fühle ich mich verarscht. Sag mal, ich bin doch hier oben lang gelaufen. Sag mal, Sparks, was ist denn mit dir? Bist du in diesem Teil hier super faul? So, pass auf. Now I show you. Das schaffe ich, pass auf. Ich kann das. Kann es nicht. Okay. Also entweder haben sie das rausgenommen oder man kann das jetzt nicht mehr. Aber ich meine, ich war der festen Überzeugung, man konnte das damals. Man konnte damals denn schon direkt weitermachen. Aber scheinbar kann man das jetzt nicht mehr. Ach cool, hier ist nothing. Oh. Das ist ja so, das habe ich am allerliebsten. So eine große Portion scheiß fucking nothing. Spucken, Spyro. Kann ich das? Mal bis zur Echse zu Auto-Aim is nice. I like it. I like the Auto-Aim. Es ist, als würdest du Soldier spielen. Mit dauerhafter Ulti. By the way, ich habe mir die Patch Notes mal durchgelesen. Ihr könnt jetzt nicht mehr, wenn ihr Soldier habt und Ulti anmacht, könnt ihr nicht mehr eure Raketen Auto-Aim lassen. Das haben sie rausgepatcht. Weil offenbar war das ein großes No-Go. Jetzt kannst du mit Soldier nur noch Auto-Aim anmachen und dumm rumballern, yo. Also. Oder offenbar als zu OP erfunden. Du musst zielen, um diese Echse da oben zu treffen. Drück Aktion zum Zielen. Und dann Spuck. Wie Spuck. Her. Du Sackgesicht! Destroyed. Destroyed Dick December. Aber man kann ja trotzdem schon mal so weit alles machen, wie man so weit kann. Das Arschloch. Ach, da oben. Nice. Destroyed. Objective clear. Objective dead. Aber ich meine, man muss da ab 2 und 3 sowieso immer wieder regelmäßig in alte Level zurück, weil du dann halt neue Fähigkeiten und alles bekommen hast. Dass die Geldsack so gemacht haben, wie er ist, ne? Wie gesagt, ich hätte es geil gefunden, wenn er literally ein Geldsack ist. Also tatsächlich ein Sack voller Geld, der nur noch mehr Inhalt will. Einfach, weil er ein Sack voll Geld ist. Ich weiß, es klingt für viele jetzt vielleicht unkreativ und dumm, aber stellt euch es einfach mal vor. Edelsteine vor den Echsen gerettet. Nimm diese Kugel. Ein Mädchen mit Flügeln hat sie gestern hier verloren. Kriegen wir jetzt übrigens auch wieder von jedem eine Ausrede, so nach dem Motto, warum das eine Kugel ist. Irgendwie konnte sie nicht essen oder
War ein beschissenes Sextoy oder sowas. Alter, Geldsack, ey. Alter, so ein richtiger Smugfuck. Seine Zähne blinken sogar, Alter. So ein richtiger Smugfuck. Ja gut, die letzten, die mir fehlen, sind wirklich da. Gut, dann fahren wir erstmal die Schiene. Oh, schön. So ein richtiger Smugfuck. Der Maus ist schon wieder leer. Er ist so richtig mega Snob, ey. So richtig disgusting. Disgusting! Alter, Geld sagt einfach mal nur Tombstone Piledriver. Oder das. Oh nein. Och nö. Oh, hallo. Wir hatten noch gar keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Ich heiße Elora. Oh, hi. Ich bin Spyro. Was bist du, eine Art Ziege? Ich bin ein Pound, Dobby. Oh, Entschuldigung. Kennst du die Edelsteinhauer in Glimmer? Ja, sie haben mir ein Souvenir gegeben. Sie nannten es einen Talisman. Sie gaben dir einen Talisman? Ist das was? Ich hab Geldsack für Smash Ultimate. Also, es gibt 14 Talismanen in Avala und sie sind alle magisch. Wenn du genug davon sammelst, kann man damit Ripto besiegen. Jäger, wo warst du denn? Ich hatte mich verirrt. Spyro hilft uns, die Talismane zu sammeln. Ach ja? Ach ja? Ach ja? Spyro, schau, du kannst jetzt auf keinen Fall zum Drachenufer. Ripto und seine Monster haben die Burg hier im Sommerwald eingenommen. Du musst zu den Welten von Avala und die Bewohner dazu bringen, dir ihre Talismane zu geben. Bewahr sie im Handbuch auf. Hey, das kann ich auch. Wieso grillt der Drache Ripto nicht? Ich beteilige mich auch. Hashtag Shushunity. Danke, Urban Spell. Und danke, Water Sky. Falls du Kugeln finden solltest, die sind auch wichtig. Aber das erkläre ich dir später. Okay, kein Problem. Ich sammle ein paar Talismane, trete Ripto in den Hintern und bis Mittag bin ich dann am Drachenufer. Stimmt, ab dem zweiten Teil gab es dann ja auch um einiges mehr an Cutscenes. Also halt mehr an Cutscenes, es gab mehr Dialoge, Spyro stirbt nicht mehr durch Wasser. Also, ja doch, im zweiten Teil hatten sie schon einiges verändert. Wie gesagt, was das Einzige, was mich jetzt... Ich frage mich, ob das hier in dem Teil genauso schlimm wird nachher. Wieder mit den Plattformen, weil das war teilweise echt ein Problem. Ja, tauchen muss ich auch erst lernen. Stimmt ja. Jetzt er braucht einen Chokeslam, ja, Alter. Voll wegbolzen den Dude. Spyro, das ist die Heimatwelt Sommerwald. Hier gibt es Portale zu vielen der Avala-Welten. Leider hat Ripto die Burg angenommen und wir brauchen deine Hilfe. Zuerst musst du in allen Welten, die du besuchst, Talismane einsammeln. Ja gut, Chef. Kriegen wir hin. Das kriegen wir schon hin. Aber die Flagge von Ripto sieht echt cool aus. Das muss man ja mal sagen. Hui. Fromp. Das ist so tight, dass es burnt. Sing, sing, sang, sling. Stimmt, man hat jetzt ja hier auch... Na Quatsch, man hatte vorher auch schon einen gesamten Geldcounter. Nur, dass es halt von der Welt immer unterschiedlich war. Hier braucht man das halt ja so einen gesamten wegen dem Fick da. Warum? Sparks, hallo! Alter, Sparks ist aber auch echt, ne? Der will echt Zanke. Der will Zanke, ich sag euch das. Hey Spyro, du wirkst ja ziemlich agil. Probieren wir mal was. Versuch auf diese erste Stufe zu kommen. Halte Sprung gedrückt, um höher zu kommen. Okay.
Okay, nicht schlecht. Beim nächsten Sprung musst du gleiten. Drück Sprung. Der sabbelt mir nicht ein Ohr ab hier. Sehr gut. Jetzt versuch zu schweben. Drück Sprung und dann erneut Sprung, um zu gleiten. Drück am Ende des Gleitens Aktion, um zu schweben. Schwebend kommst du höher und weiter. Höher. Okay, hier fühlt sich das tatsächlich mal an, als ob du tatsächlich Höhe bekommst. Sehr gut. Und jetzt zum schwierigsten Sprung von allen. Jetzt musst du alles geben. Geh zuerst los, springe, gleite und schwebe. Kurz bevor du den Rand der Plattform erreichst. Aber vergiss beim Schweben nicht, nach vorne zu drücken. Wow, easy. Du bist echt sportlich. Wenn ich noch meine Laufschuhe hätte, würde ich gegen dich antreten. Hier hast du eine Kugel für deine Sammlung. Wir sammeln die gemeinsam, Mann. Ne, ich meine ja nur. Fucking Asshole. Ich mag auch, ich bin ganz ehrlich, ich mag seine Stimme irgendwie nicht. Von Jäger. Ich meine, das liegt nicht daran, dass ich Jäger nicht mag. Es liegt einfach daran, dass ich seine Stimme nicht mag. Ich weiß nicht, es passt irgendwie nicht. Wenn wir es wirklich mal mit dem Original von damals wieder vergleichen, dann... Ich weiß auch nicht. Jäger hat immer so dieses... So ist richtig Dumme. Aber er hier, ich weiß auch nicht, er klingt irgendwie nicht danach. So, Geld. Kein Goofy. Nee, irgendwie nicht. Spyro, ich würde dir ja gerne zeigen, wie man unter Wasser schwimmt, aber noch lieber würde ich dir deine Schätze abnehmen. Weil meine, sei ehrlich. 500. Geld, fuck. Mein Geld. Don't touch my Geld, du Kant. Alter. Na gut, gehen wir erstmal ins erste Level. Dawn of the Dragon habe ich nie gespielt. Das war der Teil, bevor sie komplett alles rebootet haben, ne? Ich meine, Dawn of the Dragon war genau das. Der Teil, bevor sie alles komplett kernrebootet haben. Oh, hier kriegt trotzdem jeder so seine eigene Szene. Oh, wie cool. Oh, wow. Spyro, unsere Götzen sind zum Leben erwacht. Sie haben uns aus dem Tempel ausgesperrt und unser Essen gestohlen. Oh, scheiße. Wieso habe ich das Gefühl, dass es irgendwie was gibt, welche alle Flaggen anzünden oder so ein Blödsinn? Ja. Vor allem, warum hat der voll weggewampt, den Dude? Ich glaube, ich muss hier aber sowieso... Ja, ich muss hier auch wieder nochmal rein, weil ich noch nicht unter Wasser rumwimpeln kann. Deswegen, ich hole einfach mal alles, soweit ich kann und dann schauen wir mal. Am Ende machen wir dann Mega-Collect davon. Sollte man Gelsacks Kopf so... Ja, eben. Also ich meine, einfach mal mit ein bisschen Geldsackmord kann man eigentlich nicht falsch liegen. Aber ich dachte, die haben deren Essen geklaut und nicht auch noch deren Topf waren. Alter! Der hält ihn einfach als Geisel. Ich meine, heutzutage können sie um einiges mehr, aber Hauptsache im ersten Teil hatten wir dann einfach so Leute mit Paintguns. Ne, ich meine ja nur. Just saying. Alter, ihr seht auch so aus so. Alles gut. Diese Metallschilde machen Gegner unverwundbar. Ja, Mensch, ich habe den ersten vor 5 Minuten gespielt. Alles gut. Tonk. Aber mir gefällt die Soundkulisse. Das klingt alles echt so nach dem, was es klingen soll. Es ist irgendwie schön. Tonk. Sim, sim. Noch hier wieder. Dass das Gras einfach schöner, detailreicher ist. Wieder super, dass man einfach den Sparks sagen kann, zeig mir mein Shit. Außer wenn Sparks weiterhin seine Arbeit, ne,
Das ist echt irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Sparks ist ein bisschen faul. Bisschen faules Stück ist er. Alter, ich dachte schon. Burn. Burn. Schnurben, burben. Du kannst die Kamera nach links? Wow, wirklich? Jetzt sagst du mir, wie ich die Kamera drehen kann? So fängt eigentlich jedes Tutorial an, Mädels. Aber generell, der zweite Teil war, glaube ich, dann sowieso erst so nach dem Motto, ja, mach das Level einmal durch und hol dann später den ganzen Shit. Wenn dann Tikis als Geisel gehalten werden, sucks. Ich glaube, es ist schlauer, wenn wir hier erst eine Welt einmal so durchspielen und dann zurückgehen und den Kram machen. Wenn nicht sogar am Ende erst alles holen. Das magst du, faule Stück. Spyro, du bist ziemlich stark. Ich weiß. Wenn du irgendwann mal einen festen Job suchst, komm zu uns. Aber jetzt sollst du erst einmal diesen Talisman bekommen. Skötzig. Und ich sage, diese Toranimation erinnert mich immer volle Kanne an Blizzard. Ich weiß nicht warum. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist sowas, wo Blizzard mit ankommen würde. Mit solchen Toranimationen. Warum muss ich mich daran gewöhnen, dass ich jetzt wieder gleiten kann? Das wird ungewohnt. Ganz den ersten Teil ohne und jetzt hat man es auf einmal wieder. Aber Geld brauchen wir ja trotzdem für den Geldsack, also von daher. Ach du Kerl. Da unten für eine Uga-Musik, ey. Kann ich hier runter und dann... Ach, ich versuch's mal. Ja. Hi. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, Spyro. Mit dem aktiven Superladungs-Power-Up kannst du durch die Sockel stürmen und die Hula-Tänzerinnen her schicken, um mir zu helfen. Okay. Ich hoffe, ich werde für sowas nicht gebannt. Nein. Oh shit, das ist um einiges schneller. Wieso hat er überhaupt einen Schirm? Alter, zerstört den Ficker. Der Regentanz der Hula-Tänzerinnen hat aus dem Götzen ein Feuerwerk gemacht. Jetzt kann ich mir meinen Traum vom Tanzen erfüllen. Hier, diese Kugel kann dir bei deiner Reise helfen. Well, that's kinky. That's fucking kinky. Ich bin mal auf Nummer sicher, aber ich habe das Gefühl, ich werde hier nachher irgendwas vergessen. Ah! Wah! Luigi! Luigi? Luigi. Man wendet sich nicht gegen Familie. Oh. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Holz nach Gruft riechen kann? Nein. Und ich sag ja, jedes Mal, wenn du mit sowas kommst, auch, dann muss ich immer an den einen Goofy-Movie denken. Wo der eine dann gesagt, habt ihr euch mal gefragt, warum wir andauernd Handschuhe tragen? Ey, aber er hat recht, das ist eine legit Frage. Halt wirklich eine berechtigte Frage. Warum trägt jeder in diesem fucking Universum Handschuhe? Und die offensichtliche Antwort ist, weil die Zeichner keine vernünftigen Finger zeichnen können oder weil es einfach gruselig aussehen würde, wenn sie Finger irgendwo hätten. Ja, ne? Yo. Aber endlich riecht es nicht mehr ganz so schlimm. Nach Gruft? Ja. Wieso riecht es bei dir nach Gruft? Müssen wir uns Gedanken das machen. Das riecht nach Gruft. Ja. Das Auron ist ein Zombie. Auron, ich weiß nicht, müssen wir uns Gedanken machen? Ich habe dieses Holz zerspannt. Und der Staub, der hat sich verteilt. Ja, aber warum riecht es nach Gruft? Ja, weil das Holz nach Gruft riecht. Auron, wen hast du ermordet oder ausgebuddelt?
sag es ehrlich. Das ist auch kein Sargholz, nein. Andy? Naja, die Burns sind schon unterwegs. Gut, gut, danke. Das beruhigt mich. Wenn er dich merkwürdig anguckt, beiß ihn. Niemand gibt mich ernst. Niemand gibt mich ernst, was? Hans Ernst von Huntington? Meine Mitschüler können sich auch echt nicht entscheiden. Wieso? Letztens sollte ich noch Künstler werden. Dann sollte ich Fotograf werden. Auch und du sollst halt alles werden. Mann. Jetzt soll ich Schmuckhersteller werden. Ja, auch und du sollst alles werden. Das ist aber unfair. Das ist unfair. Was machen das die anderen? Unfair. Die haben doch schon gar nichts mehr zu tun. Wäre ganz schön gemein von. Ich finde diese Cutscenes immer toll. Und die jetzt in neuem Glanz, das ist echt was Schönes. Ja, aber ich glaube, ich werde das jetzt echt so machen hier. Ich werde schlicht und ergreifend das Spiel einmal durchspielen quasi und dann am Ende quasi 100% Run machen. Quasi. Was? Ja, es ist sowieso hier andauernd, dass dir ständig Zeug fehlt, weißt du? Seitencollector von. Hallo Spyro. Möchtest du lernen, wie man... Wie wär's denn mit Donkey Kong 64? Okay, wenn du ins Wasser springst, kannst du dich an der Oberfläche bewegen. Mit Stürmen... Alter, vor allem, was ist Geldsack für ein Klops? Unter Wasser kannst du mit Sprung paddeln und mit Stürmen vorstürmen. Ja. Letztens habe ich sowas gesungen, den ganzen Tag. Naja. Das sind schlechte Tage für meine Mitmenschen. An Tagen wie diesen... Niemand, der dir sagt, wieso. Beim Frühstück oder Abendbrot. Guck dir Dieter an. Guck dir den Dieter an. Guck dir Dieter an. Das ist ein echtes Arschloch. Schau dir den Dieter an. Der hat sogar Bohlen. Alter, hat sogar Spaß OP beim Singen. Das ist einfach nur OP, das Kacke. Das finde ich nicht gut. OPS Kacke. Ja. Also, zu meiner Zeit hat man auch gesagt OPS Fuck. Bei dir sagt man einfach OPS Kacke. Ist illegal. Ich versuch's einzudeutschen. Versuch's was? Ich versuch's einzudeutschen. Wie kannst du nur? Ich kann ja nicht sagen OP wie ficken. OP wie ficken! Kannst du nicht machen. Müsli abgestochen. Du kannst nicht einfach sagen, OP wie ficken. Ja, geht nicht. Natürlich geht er. Was war das denn? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich weiß nicht, was du machst. Warum war ich so schnell? Warum ist dein Kopf so klein? Warum du so schnell bist? Aber mein Kopf ist so klein. Oh. Diese Nüsschen. Ja, diese Nüsschen. Also hier ging das. Hier ging es weiter, ne? Au. Geld. Geld. Money, money, money. Das ist so P wie Scheiße. P wie Ficken. Du machst das gut, Spyro. Sammle weiter Talismane. Ins Rohr! Dorfbewohner! Weiter diese Kugeln. Der Professor glaubt, sie helfen dir zurück in die Drachenwelt. Okay, wer weiß. Dieser Kampf ist einfach so dumm. Der ist so dumm! Diese Sistrophy ist einfach so fucking overpowered und bleibt einfach den ganzen Kampf über da. Das ist so dumm! Was war das denn? Ich höre noch.
Ich hab den Nack wieder zugemacht. Das ist so dumm. Ach so, das ist so OP wie Scheiße. OP wie Ficken. OP wie Ficken. So. Wer ist dann OP? Wer ist Barbara Salisch? Richterin? Ist euch mal aufgefallen, so diese Richtersendung gibt's jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Die musst du nur die richtigen Sender verfinden. Bestimmt noch. Barbara Salisch TV. Das ist bestimmt so eine Frühstücksfernsehen-Sache und deshalb siehst du das nicht. Falls nachts läuft, ja. Ja, Frühstück aller so bis 10 Uhr und dann ist vorbei. Aber wir konnten ihn einfangen, indem wir alle Türen geschlossen haben. Wenn du mit den anderen Brüdern sprichst... Cool. Oh, oh ja, diese Jodelmucke. Die Olga. Hier. Die auch. Die Olga. Die hat ein Brot. Alles im Blut auf dem Rot. Es ist schön, dass du das gerade singst, während ich gegen Toon Link auf seinem Boot rufe. Fuck. Jetzt hat mich das Boot gekrammt. Wenn ich mich konzentriere, sollte ich diese Tür für dich öffnen. Ist denn wirklich sein Boot? Oder hat er es nur gestohlen? Nee, es ist nur ein PS, hat es nur gestohlen. Link's gonna give it to ya. He's gonna give it to ya. Link's gonna give it to ya. Waren das nicht ursprünglich hier... Oh, warte mal, das waren doch so ganz merkwürdige Kreaturen hier. So Knubbelkinder. Nee, die brauche ich später. Wow, wow. Wow. Wozu braucht man Schlüssel, wenn man so schön singen kann? Ja, seid froh, ihr habt einfach mal eine Sprachsteuerung erfunden. Meine Güte. Gegner wie diese Jacks sind zu groß zum Anstürmen. Mit deinem... Ja, kau mir nicht alles vor, ich kann das. Ich kann das! Ich kann das. Wie ging das nochmal? Ja, wenn das Spiel mir jetzt immer nochmal den Basic-Angriff erklären will, also... Ja gut, vielleicht... Moment, kannst du auswählen, welches von den drei Spielen du spielen als erstes spielen willst? Ja. Ja, das ist... Jeder besiegte Gegner setzt ein Geistpartikel frei. Geistpartikel, ich raube ihm seine Seele. Wenn also jemand sagt, ich möchte aber Spyro 2 als erstes spielen, dann hast du selber Schuld. Dann sind sie gefickt, weil sie dann nicht wissen. Dann können sie gucken, ob du das erste Spiel schon gespielt hast. Aber warum solltest du den zweiten vor dem ersten spielen? Warum nicht? Vielleicht sagt man sich einfach, ich mag den ersten nicht. Also spiele ich lieber den zweiten. Ja, aber selbst dann kennst du die Steuerung oder die Basics. Um den ersten nicht zu mögen. Guck mal, was ich kann. Aber dann hast du auch den zweiten nicht. Wir sollen den ersten schon gespielt haben. Ja, aber Shadow. Ja? Wie bewegt man sich denn? Was? Hm? Hast du, Dickflip, mich gerade gefragt, wie man sich bewegt? Ja. Weißt du das? Alter, ich hab das erste Spiel gerade vor einer Stunde auf Platin gemacht. Alter. Ach so. Jetzt will er auch noch angeben. Ja. Aber er kann immer sich noch nicht bewegen. Ich glaube, bewege ich mich die ganze Zeit. Um sich zu bewegen, muss das Spiel ihnen noch nicht mal erklären, wie man sich bewegt. Ja, echt? Beweg mich. Nee, ich mache jetzt gerade einfach nur Witz. Aber ich finde es ja generell in Spielen lustig, wenn sie dir sagen, okay, du benutzt den Control-Stick, um dich zu bewegen. Ja. Und um überhaupt dieses Tutorial zu bekommen, musstest du das schon tun. Also so diese Basic-Sachen, bewegen, Kamera. Du musstest schon in den nächsten Raum gehen, damit du dieses Tutorial überhaupt erst bekommst. Damit du überhaupt so weit denken kannst, ja. Wusstest du überhaupt, dass du, wenn du den Control-Stick neigst, dass du dich dann bewegst? Ach nee, wirklich? Ja, echt jetzt? You don't say. Mensch, was ist denn jetzt das? Hätte sein können, dass sie es nicht bewusst hat. Ich bin ja eigentlich friedlich, aber ich finde, du solltest diesem Yeti mal einheizen. Oh Gott, Furry Luigi. Er ist dir doch recht zäh. Ich bin nicht sicher, ob du es schaffst. Alter, ist sehr haarig. Wo ist der Kistengeist? Fürchtet mich.
Boah, Alter, hab ich richtig gut gemacht. Wie sagt man so schön? Yetis, die Bellen, beißen. Hab ich richtig gut gemacht. Ich habe fett krass unseren heiligen Talisman behütet, um sicher zu gehen, dass der Yeti ihn nicht frisst. Meine Schulter. Warum zu spät ist das ein? Luigi, du bist eine Bitch, aber bitte lass dich treffen. Das war immer noch am schönsten, wo er noch diesen schönen Tanz hat. Was? Ha, ho, hi, he, hu? Nee. Ha, ho, hi, he, hu. Seine. Oh Gott. Ulti. Ach so. Ich finde seinen momentan ziemlich gut, also. Aber es war so schön, wie er getanzt hat. Ja, klar, aber was hat es dir gebracht? Naja, es sah auch einfach so aus wie The World. Na, war doch. Gut. Nur hat Luigi einfach genutzt und Steuerung hat, auf dem Eis. Er hat blöd in sich gedreht, hat alle geblumt, Steuerung inventiert, verlangsamt. Aber am Ende konntest willkommen. Du dann als Luigi auch nicht wirklich viel machen, weil Luigi einfach nicht so das Kill-Potenzial hatte. Der hatte Kombo-Potenzial, aber nicht, leider nicht killen. Du hast 2 Minuten Zeit, um 5-mal in das Rot. Alter. Hockey ist so ein friedliches Spiel, ja. Man sieht nur ständig, wie sich Leute auf dem Eis prügeln, Mortal Kombat-Style. Aber. Boah, kann ich nicht. Du musst das Schwarze ins Tor schießen. Ach so, ich dachte, ich muss den gegnerischen Zähne ins Tor sammeln. Ja. Die gegnerischen Zähne? Ja. Boah, Alter. Boah, man ist so übertrieben schnell auf dem Eis, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Shit. Was war denn doch? Alter, da haut er mich. Das ist faul. Faul! Ein Schieber, hab ich genau gesehen. Dass du den aber einfach in den Mund nimmst, ist aber auch nicht ganz rechtens. Leck mich doch. 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 Alex, du redest nur. Alex, du redest momentan nur einfach nur so. Ich kann auch gern so machen, wenn du willst. Oh nein, bitte ja, nicht. Ja, dann bist du normal laut bei mir. Dann bist du so laut wie Shadow. Yeah. Oh mein Gott. Alex. Ach, natürlich. Ach, du Lachs. Nichts geht über blaues Pikachu. Oh Mann. Du sollst sein Pikachu kein Alkohol. Ich wusste, dass es jetzt kommt. Die Eisphysik sind so scheiße. Das ist noch nicht über 18. Ach, außerdem 18. Bin ich mir unsicher, ob es überhaupt legal ist. 18 werden kann? Verfällt ein Pikachu nicht ab 18? Ja, nee, es ist schlecht. Es ist MAD abgelaufen. Nein, das wird dann immer in die Army eingezogen. Das hat, Vielleicht entwickelt sich auch. Geht dann zum Major-Bob-Krieg. Boah, Mega-Comeback-Styles. Nee, der Fakt, dass Major-Bob ein fucking Krieg war. Mit seinem Breitschuh. Und er ein 3-Meter-Tyrann ist. Das ist einfach nur buff, der Dude. Ich dachte, ich kämpfe gegen einen rosa Kirby. Wieso ist das blau? Zuerst 5 Tore. Vielleicht ist es auch gar kein Kirby. Oh, ich liebe den Launchster, der ist toll. Tschüss. Oh, stimmt. Muss ich so ja Eishockey spielen? Ha! No! Nur, dass ich ihn rösten darf und er dann stirbt. Du musst ja so ja. Aua. Alter, der haut mich voll Mortal Kombat Style. Ey, das ist voll easy. Oh fuck yeah, Rabo, bitch. Samus. Oh, ich liebe Rabo, ist einer der coolsten Primal-Kämpfe. Oh doch. Von die Bocke ist ziemlich nice. Ich sollte am besten 5-0 gewinnen. Das ist cool. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich ihn hier einfach mal wegfetzen kann. So, ich habe meinen Plan für heute Nacht schon ausgearbeitet. Ne?
kleinen Plan. Yes! Ich werde die ganze Nacht animieren. Das sagt ich mir auch mal und dann mache ich es nicht. Ja. Oh. Easy. Easy, boys. Ja, Mortal Kombat 11 ist angekündigt, oh ich weiß. Oh nein. Oh, ah, Yoshi Stampede. Aua, aua, aua. Yoshi Stampede. Du can't see me! Genug drauf, so. Ja, hast du Yoshis neuen Freundesmann noch nicht gesehen? Mm-mm. Das ist einfach das Intro aus Melee. Oh. So, jetzt habe ich das 5-0 gemacht und nu. Hat mir jetzt irgendwas ich habe einen Punkt bekommen. Was machst du da eigentlich, sag mal? Ich? Achso. Ich mein Shadow. Ich spiel Spyro. Ich dachte, du hast plötzlich Eishockey angefangen zu spielen. Ja, das ist ein Minigame. Spyro. Da ist er platt. Jetzt weiß er nicht mehr, was er sagen soll. Nee, aber jetzt mal ohne Flachs. Ich dachte, hab ich irgendwas anderes bekommen, außer einen Fähigkeitspunkt? Der Flur ist Lava. Floß, weißt du? Nein. Warst du nicht? Ja, näher an der Platin-Trophäe. Aber man braucht das für irgendwas? Man braucht das für später? Lol. Deswegen sage ich ja, Platin mache ich, ne, wir machen das so. Ich spiele das Spiel einmal durch und dann machen wir Lückenhunting. Glaube ich, simpler. Der Kampf kann so einfach sein, wenn man einfach... Alter, diese Mucke, ey. Wo ist ne Heldenögen? Alter. Finde ich auch. Die Musik klingt total auf Droge. Wir sind die Able Sisters. Wir sind in der Lage, alles zu tun. Wow. Boing! Ja, ich glaube, das ist schlauer, als wenn ich jetzt hier. Na. What? Geheime Eishöhle des Buddha. Deine Mutter. Alter! Sparkst du faules Stück! Du Mutter einer Giraffe. Genau die. Nein! Ich finde die Musik so toll. Ne, brauche ich für Platin. Brauche ich dafür alles auf Dings? Oder. Wie darf ich das verstehen? Brauche ich dafür alle Fähigkeitspunkte? Also Fertigkeitsscheiße? Wenn ja, weiß wenigstens, worauf ich mich vorbereiten muss. Wahrscheinlich. Ja. Klingt so nach so einem Requirement, das so offensichtlich wäre. Ja, ne? Klingt ein bisschen danach. Höre eine Stunde lang den Song in diesem Level. Geld. Was? Daggett? Der aus dem Biberbruder? Daggett! Daggett, du Faggett! Okay, sorry. Alter, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gegessen. Glaube ich ja wohl. Ist ja wohl nicht zu glauben. Also ein Skalpell ist richtig vielseitig. Alter, ich geb dir einen Tipp, bibbidi-bobbidi-bu. Bibbidi-bobbidi, go fuck yourself! Bibbidi-bobbidi, go fuck yourself! Ich weiß nicht, woher das herkam, aber... Klingt auf jeden Fall nice. Oh. Oh. Nein, doch. Da hat er mich weggesupersonic. Nein, mein Eggy. Ah, schön. Megadämon. Lichtgeschwindigkeit.
Nein, du betonst das falsch. Licht ist, wenn es kein. Lichtgeschwindigkeit! Ich merke jetzt erst, wie unser Tanker ist. The tallest small horse. Lichtgeschwindigkeit! The tallest small horse. Ich muss das einfach screenshotten, das glaubt mir kein Mensch. Dass er das kleinste große Pferd ist. Ja, und er ist gleichzeitig ein Rockerzähn. Was? Das ist weird. Kann man das jetzt irgendwie sehen, oder? Ach so. So ist das. Ich muss einfach die Statuen finden. Spring auf die Plattform! Ach nee, das ist was anderes. Besser als die Bombe! Ach nee. Besser als die Bombe! Wow, besser als Nana. Mann! So, geh weg, du blöde, beschissene Assist-Kacke! Mann! Boah, geht mir die auf den Sack. Der Sheriff, ey. Ist das dumm. Klingt wie ich, nachdem ich hier beim Zahnarzt war. Ja, fick dich. Hab ich den Kampf auch, Mann. Meine Fresse. Ihr fick den Boy. So. Aha. Nie wieder. Doch wieder. Nie wieder. Yes, crabs. Yeet. Yeet. Not crabs. Yes, crabs. Oh, ich liebe dieses Abridged-Video. Auf welche ich immer noch nicht verstehe, wieso der Titel so merkwürdig übersetzt wurde auf YouTube. Welcher was, ne? One Punch Stan. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Video angesehen und ich fand's absolut nicht witzig, sorry. Ich weiß nicht, ich fand's witzig. Ich fand's witzig. Ich fand's witzig. Yes, Crabs. Ja, super. Hab halt was erwartet und wurde leider vollends enttäuscht. Boah, Alter, du hast zu viel erwartet. Ja. Das ist deine Schuld. Jeden Tag werd immer enttäuscht. Das ist deine Schuld. Das Video ist gut, aber du hast zu viel erwartet. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich sehe, ST Black lädt ein Video hoch, weiß ich ganz genau, was mich zukommt. Ich werde jedes Mal aufs Neue überrascht. Du könntest natürlich auch wie ich ewig lang diese Musik in diesem Level hier hören und irgendwann dir nur noch denken. Mensch, also. Fuck ja! Fuck ja! Der Kampf ist ja spannend. Alle Leute werden einfach unverwundbar nach einer gewissen Zeit. Mensch. Oh ja. Yeah. Och Mensch. Ist ja richtig spannend dann. Alter. Sparks, du faules Stück Scheiße. Oh, Celebi wieder. Das wird ja lustig. Alter, du kannst dich einfach auf Sparks nicht verlassen in diesem Spiel. Das ist schrecklich. Ich bin gerade im Begriff, ein Thema aufzugreifen, was irgendwie zu viele triggern würde, deswegen lass es sein. Cool. Okay. Aber trotzdem dann sagen, dass du es machen wolltest. Ja, aber ich werde es nicht tun. Über welches Thema hattet ihr letztens nochmal geredet, was ich total verdrängt habe irgendwie? Was ich irgendwie total verdrängt habe. Ach so, wo Hole und ich die ganze Zeit über Porn geredet haben. Genau. Was ist daraus eigentlich geworden, Mensch? Eine sehr schöne Diskussion, die Angel und ich aktuell noch führen. Immer noch. Immer noch. Ja, immer noch. Wieso? Wir sagen auch immer, it's called Hentai and it's art. Nee, ist es auch. Ja. Man also kann ja auch. Haben da das verbietet? Man kann ja auch aus den Worten Hentai das Wort Art kombinieren. Das sind alle Buchstaben verdrängen. Was?
Moment, was? Also ich sehe das A, aber beim R kriegen wir Schwierigkeiten. Bisschen Kreativität, dann passt das schon. So, ist das so wie, es gibt kein I in Team und dann machen sie einfach so, dass die, das Fehlende, was vom A halt so fehlt, dass das dann das I ist oder wie? Es geht doch in Art um Kreativität. Leute, wir werden in Spyro 2 echt eine Menge Probleme haben, habe ich das Gefühl. Ich meine, what the fuck? Also, Sparks, wir müssen echt mal über deinen Arbeitsvertrag reden. Ich bin der Meinung, ich würde sagen, wir kündigen den Dude und stellen irgendwie, ich weiß auch nicht, Teilzeit-Libelle ein. Wie wär's mit Reinhardt? Der sammelt bestimmt die Edelsteine für mich ein. Das sammelt gleich alles für dich ein und passt doch gleichzeitig auf mich auf. Painflare, ich will diesen Skill. Oh, Pichler sein? Nee, bitte Pichler, nicht. Oh nee. Nicht Herr Pichler? Nicht Herr Pichler. Geh weg mit Herr Pichler, ey. Herr Bürgermeister. In Spyro 3 wird sein Arbeitsvertrag verbessert. Stimmt, da kriegt er eigene Level. Aber dann denkt er sich wahrscheinlich auch so, Alter, jetzt muss ich noch mehr arbeiten? Was ist mit euch kaputt? Sind das so Clank-Level? Nee, es sind so Top-Down-Shooter. Das ist sogar ganz witzig. Bis du das Remake gesehen hast und dann denkst du dir, oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Moment, der eine Generation verändert hat. Genau das. Ich meine, ich hätte liebend gern so eine Stimme, wo alles oben aussprechen kann und es trotzdem cool ist. Du könntest es dir sicher holen. So. Weißt du, so diese richtige Ansagerstimme. Ach so. Mario. Lucario. Boah! Alles so aussprechen. Roy! Get it, Dorfbewohner! Dorfbewohner! Ganz im Ernst, der BD-Sprecher war komplett übertrieben. Dorfbewohner. Toll. Der war auch geil, aber trotzdem war er dezent übertrieben happy darüber, dass er die alle ansagen durfte. Ich dachte, das ist einfach nur. Er konnte niemals Dorfbewohner sagen, was mich sehr traurig macht. Dorfbewohner! Dropsbewohner. Gute Arbeit, Spyro. Die Kugeln, die du dabei hast, haben dieses besondere Portal. Ich wäre gerne Bewohner von Drops. Auf der Ozeanstrecke findest du keinen Talisman. Aber wenn du schnell bist, findest du viele Schätze. Warum bin ich so dropsig? Ja, stell mal vor, die Süßigkeiten wären alle so übertrieben groß und wir wohnen da drin. Wäre das nicht toll? Nee, wäre es nicht. Wer würde diese arme Person immer reinstopfen? Von mir werden die ausgewählt. Dropsbewohner. Weil ich wollte in das Apfelhaus. Nein, du darfst nicht in das Apfelhaus. Du gehst in das Birnenhaus. Geh in das Abfallhaus. Alex, hör auf dein Bett zu lecken. Aber es schmeckt so gut. Oh, ich hab kein Bett mehr. Wieso hab ich schon wieder mein Bett gegessen? Das passiert mir andauernd. Larry Lasso, hör auf, dein Lasso zu essen. Was? Aber es schmeckt so gut. Ich kann nicht anders. Stimmt, das war bei Charlie und die Schokoladenfabrik. Hör auf, dich selber zu essen, aber ich schmecke so gut. Ja, weil dieses fette deutsche Kind einfach in den Schokofluss gefallen ist. Dieses fette deutsche Kind, ja. Warum war das deutsch? Es war tatsächlich ein deutsches Kind. Ja, es war einfach ein deutsches Kind. Das ist der Erste, der ausgeschieden ist. Um einen Opa einmal zitieren zu dürfen. Der ist auch noch schlimmer als der Fettkloß. Hab ich's geschafft oder hab ich verkackt? Ich glaube, ich hab's geschafft. Ja. Aber ich meine, gab es hier nicht in Spyro 2 so Sonderlevel, wo du mit Dings machen musstest? Ich meine, es gab hier sowas.
Ja. Hält sich bestimmt für ziemlich gut. Mal sehen, ob du so gut bist wie der aktuelle Champion. Das bin ich. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gibt von Müller so fruktiv Getränke, wenn die sich. Ich glaube, schon mal gesehen, aber noch nie getrunken. Und zwar, ich mag Blutorange wirklich gar nicht, ne? Das ist die einzige Sorte, wo ich Blutorange wirklich mag. Die darfst du wirklich nur scheiße gekühlt trinken. Sobald sie irgendwie ansatzweise warm wird, schmeckt sie nicht mehr. Aber eigentlich ist es dann falsch, weil eigentlich ist es ja wirklich Kälte unterbindet ja eigentlich den Hauptgeschmack. Also es nimmt den bitteren Nachgeschmack von der Butterratsche weg. Und macht es hauptsächlich süß, was ich sehr mag. Wie eine matschige Birne. Ich bitteren Nachton mag ich. Oh, 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 scheiße. Da fällt mir gerade ein, dass ich mein Tee hier schon seit irgendwie einer Stunde oder so neben mir stehen habe. Das ist, wenn ich den ganzen Tag, wenn ich mir Tee mache, weißt du, ich bin so, boah, ich habe mir diesen richtig geilen, fetten neuen Tee geholt. Und dann so zwei Stunden später. Der ist kalt und müffelt. Ab in die Mikrowelle damit. Die Sachen müffelt? Also, weißt du, was für ein Tee du findest? Nee, weißt du, in die Mikrowelle. Ich musste nochmal nicht nachmachen denken. Ich muss einfach nur so eine Quack-Kaffeekanne in die Mikrowelle gestopft haben. Oh, es ist einfach ein Geschmack voll Fenchel. Einmal auf Fenchel beißen, das ist gerade mein Geschmack im Mund. Mmh. Auch so eine Fenchelknolle schmeißen. Also ich mag die Herzen. Ach, Auron. Die Dinger sehen aus wie Herzen. Ach, Auron. You are special. Ich hab dich so lieb, Jut. Hello, darkness, my old friend. You are so special, Auron. Sag mal, Ike, please, stop being OP. Ich warte nur drauf, dass ich Ike wieder kriege. Mit Ike war ich der OP-ste überhaupt im Brawl. Alter, soll es eine Challenge sein, Alex? Ja, Alter. Mein Ike war unbeatable, sag ich dir. Meiner war an Schnappenbabben. Wolltest du sagen, dass ihr wisst schon, dass ihr euch gerade klappt dabei, wer OP mit dem OP-sten Charakter schlechthin ist. Der ist doch nicht OP. Ich dachte, K. Rool ist broken in dem Spiel. Nö, K-Rool kann man auch ordentlich aus kaputt machen, also so ist das nicht. Ich muss die Strecke unter 1,10 schaffen. Och, weißt nee. Du, welchen Charakter ich bisher am meisten eigentlich gerne spiele, von denen ich frei habe? Na? Den, scheiße, aus dem Fire Emblem. Wie heißt der Protagonist, der Drachentyp? Ich hab den Namen jetzt vergessen. Robin! Corrin? Corrin, ja! Corrin! Ich hasse Corrin! Corrin macht mega viel Spaß zu spielen, weil ich diesen schnellen Skills wahnsinnig mag und er ist ziemlich obvious zu spielen. Was ich einfach nur an ihm nicht absolut nicht leiden kann, ist, dass er praktisch, wenn du gegen ihn spielst, er hat praktisch eine Antwort auf alles. Ja, das ist es ja. So, und er kann auch noch kontern. Was ist denn geiler als das? Hast du mal wirklich ins Roster geguckt, wie viele kontern können? Ich glaube, ein Viertel bis ein Drittel aller Charaktere haben mittlerweile einen Down-B, der kontert. Oh, wie also, ätzend, ey. Das ist mittlerweile. Ich habe ernst genommen, als ich damals Peach gespielt habe. Alle so, ja, was ist denn Peach? Da kommt Peach mit ihrem Konter um die Ecke und alle waren tot. Wobei, ich mal wirklich gleich gucken, wer alles kontern kann. Wobei, ich hab sehr lange Zeit wahnsinnig gerne Lucario gespielt. Irgendwann bin ich dann aber auf Ike umgestiegen, weil Lucario war so ein geiler Charakter. Je mehr Schaden er an sich hatte, umso stärker wurde er einfach. Ich dachte, sie einfach nur Wario, Lucario. Nee. Nee, Lucario hatte wirklich diese geile Eigenschaft, je mehr naja. Umso stärker Siehst wurde er einfach. Und bei Sudden Death hast du quasi verloren. Wissen, was auf der anderen Seite ist. Muss nicht sein. Du brauchst einfach nur jemanden haben, der eine schnellere Dash-Attack hat. Zu, richtig, aber wie gesagt, er kann kontern. Ich glaube, bei Sudden Death ist das egal, weil wer zuerst hittet, hat quasi gewonnen. Ja, ja, nicht mal. Also das muss schon richtig treffen. Bei den heutigen Dash-Attacks, die alle haben, also wenn wer da trifft, hat gewonnen. Selbst also. Kirby hat so einen richtig heftigen Dash-Effekt, das war der Hammer. Als ich den gespielt habe bei den Geistermodus, da dachte ich mir auch, what the fuck haben die mit Kirby gemacht? Was ist denn hier passiert? Aber Andy, sag mal ehrlich, ist K-Rool wirklich so OP, wie ich immer höre? Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ist er echt heftig drauf. Er ist stark und hat, im Grunde genommen hat er alles. Das Problem ist aber, er ist halt. Er ist arschlangsam. Ja, also er ist nicht mega mäßig langsam, aber wenn du so wirklich. Im schnellen Spiel, was Smash 5 ist,
K-Rool mit dem zu rennen ist echt eine Qual. Das ist wirklich sein Manko, aber im Grunde genommen ist K-Rool einfach, du kommst zu ihm und dann macht er dich fertig. Ich mach dich und kaputt, Junge. Die Sache ist, K-Rool muss ja noch nicht mal zum Gegner hinkommen. Der kann seine Krone schmeißen, der kann einen Kanonenball schießen. Also. So, also wer kann denn alles hier countern? Lass mal gucken. Gott, sehen die Viecher grässlich aus. Okay, oberste Reihe keiner. Peach und Daisy können, also zwei. Dass Daisy countern kann, war mir schon fast klar, obwohl ich sie noch gar nicht habe. Aber, Mars, Lucina, also vier. Falco, Wolf und Fox können ja indirekt kontern. Es sind Reflektoren. Als Konter zähle ich wirklich einen Angriff, der einen anderen Angriff komplett, also jeden anderen Angriff als Gegenattacke zieht. Ja, die reflektieren ja eigentlich nur einen Angriff zurück und bei Falco musst du sowieso aufpassen, wie du stehst, weil er behält dich ja nicht, er schießt einfach quer durchs Bildgeschehen hier. 5, 6. Also Roy und Crom, Ike, wurde ein Bayonett ein bisschen schwächer? Oder ist immer noch so? Hm? Wer? Bayonetta wurde mega genervt, also ich guck nur halt Leute, die wirklich Bayonetta damals in Smash 4 gespielt haben und die sagen einfach, alles was Bayonetta spaßig gemacht hat, haben sie in Smash 5 rausgenommen. Spaßig, du meinst diese Insta-Kill-Scheiße oder was? Ja, so praktisch diesen Side-B, Up-Air und dann Kill-Kombo. Ja, das, was Meta Knight im Brawl konnte. Go fuck yourself! Meta Knight haben sie auch genervt. Sein Neutral-B ist keine Multi-Hit-Attacke mehr. Aber hat er ja nicht auch Konter drin? Doch, Meta Knight hatte Konter. Meta Knight hatte keinen Konter. Meta Knight konnte verschwinden und dann wieder auftauchen. Ja, gut, hinter dir auftauchen konnte, glaube ich. Also das sehe ich nicht als Konter, das sehe ich als... Hat man, nur halt hat man nie benutzt bei ihm. Sofort reinzugehen. Moment, also muss ich jetzt mal gucken. Wer kann denn noch? Lucario kann 8. Nee, also ich, Draghi, ich meine auch so mit den ganzen Fähigkeitspunkten. Ich habe es jetzt in Spyro 2 so gesagt, komm, wir spielen es einmal wirklich durch und dann machen wir am Ende einmal mega Collectathon draus. Hallo Tena, einen Konter? Ich weiß das gar nicht. Hallo Tena? Ja, die hatte einen Konter. Ja, die hat so einen komischen Schild, aber. Ja, ich weiß nicht. Die macht einmal Twilight Sparkle und dann kontert sie einfach. Ich weiß halt nicht, ob das als Counter wäre. Also, wenn das was ich als Counter. Du musst aber auch überlegen, hatte. Das ist mehr so ein. Boink! Haben Ryo und Ken Counter? Ich meine. Ja, die haben Fokus. Aber das gilt nicht als Konter, das ist einfach nur ein Iron Armor, der den Gegner dann zusammensacken lässt. Ja, ein Counter. Zähl ich mal als halbes. Also, was? Können Härten einsetzen? Du spielst doch Corrin, Alex. Kann Corrin, hat Corrin einen Corrin? Der hat keinen Konter. Hat keinen Konter? Kein Down B, der kontert? Nicht, dass es mir bewusst ist. Charakter. Bayonetta hat Witch Time. Ja, more like Witch Time. Ist auch so ein halber Konter, also. Wo war ich jetzt? 12,5. K-Rool hat einen Konter. 13. Und ja, die Mii Fighter, ich weiß es nicht. Mii Brawler, glaube ich, hat einen und Mii Sword Fighter? Keine Ahnung. Ja, von den 72 bis 74, ja, 72 Roster haben 12 oder 13 im Konto. Geht also doch. Ja. Okay. Fällt das gerade auf? Wo ist Glurak und... Oh, ich mag nicht, wie das neue Roster aufgebaut ist. Du findest keinen Charakter. Boah, ich wünschte, man könnte die sich selber zusammenschieben. Dann würde ich das so wie in... wo war das? War das in Melee so, wo die dann nach Franchise sortiert waren? So ein bisschen, ja. Ja. Wobei ich mir überlegen muss, hat der Snake nicht einen Konter? Nö. Nee. Mhm. Nee. Mhm. Auch nicht jetzt mit seinem neuen... Sachen. Der hat neues Zeug? Der hat einiges Neues. Sein Down Smash ist nicht mehr das Mine legen, sondern ist jetzt so ein Kick zu beiden Seiten. Okay.
Aber sonst hat sich eigentlich nicht viel von ihm verändert. Snake Kick. Ne, sonst hat sich eigentlich nicht viel von ihm verändert. Außer das hat sich, glaube ich, nichts verändert. Ah, jetzt kommt die schwierigste Frage. Wie heißen denn die Knarren von Bayonetta? Linke Titte und rechte Titte. Fuck und Jo. Nee. Fuck Jo. Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian. LOL. Und daraus kannst du, wenn man die alle zusammenschmeißt, hast du einen Hustensaft. Ja. Wo ist denn Glurak? Ich dachte, Glurak könnte man auch einzeln spielen. Nee, das habe ich nämlich auch gedacht, so Glurak bleibt sein eigener Dude, aber... Was ist eigentlich mit Mewtwo? Mewtwo ist ein Fuckhead. So war das jetzt nicht gemeint. Ich find's so komisch, dass Mewtwo ein Leichtgewicht ist. Ja. Der hat locker auf Schwergewicht getippt. Nee, auf Mittelgewicht, aber niemals als Leichtgewicht. Leichtgewicht stelle ich Leute vor wie Lucas und so weiter, Fox. Lucas. Ja, alle, die halt nicht viel Masse haben, aber Mewtwo hätte ich halt wirklich so wie jeden Fire Emblem-Charakter in so ein Mittelgewicht gepackt, aber scheinbar war er sich konstant mit seiner psychischen Schwebefähigkeit ummantelt, ist er halt ein Leichtgewicht. Denkt sie halt auch so, Mario, Lucario. Corrin hat wohl einen Counter, sagen die Leute hier. Ja, hat die Bitch doch auch, oder? Es ist Gender Neutral, kannst du wohl als Mädchen als auch Junge spielen. Ach so. Also hat die deutsche Version wieder einen beschissenen Namen, oder was? Nee, das heißt wirklich Corrin. Das ist wirklich Corrin. Also, Corrin ist der Standardname für beide Geschlechter. Corrin. Aber ich weiß, was du meinst. Wen haben sie da nochmal, hab ich einen anderen Fire Emblem-Charakter, haben sie da nochmal versaut? Ja, Robin. Ich weiß, wen du meinst. Robin! Nicht Robin! Doch, Robin. Robin haben sie umgeändert. Richtig. Und Darain im Englischen. Darain, genau. Ich dachte mir, was macht Gargamel da? Gargamel. Ich weiß jetzt, in der deutschen Version heißt er wirklich Robin. Das fällt mir jetzt auf. Du Glurak ist wirklich nicht mehr sein eigener Charakter. I'm sad. Ich beende Nintendo. Fuck you. Ja, dafür kannst du jetzt Incineroar spielen. Uiui. Nee, wie Incineroar? Glurak war damals mein Main. Kannst ja immer noch spielen. Das Problem ist nur, du musst dann halt mit Popo-Trainer vorlieb nehmen. Oh, ja, super. Das heißt, ich muss wieder mit Bisa-Fuck und Shiggy rumpimmeln. Wunderbar. Manche Leute finden das sogar geil, dass du einfach drei Charaktere in einem hast. So halbe Schnitzel an Charakter, wunderbar. Mm. Was ich halt nur beim Pokémon-Trainer absolut nicht mag, ist, je länger du deine Pokémon draußen hast, desto ab einem gewissen Punkt machen sie nicht mehr so viel Schaden. Ja, du musst irgendwann wechseln, das ist richtig. Danke, Spyro. Aber gut, Shadow, dann spielst du einfach Ridley. Ridley? Das ist ein knochiger Glurak. Das ist ein knochiges Glurak. Skull Glurak. He-Man! Ach nee, warte. Samus! Ridley ist. Arschloch. Macht mit seinen Schwanz viel Schaden, ne? Nicht nur das. Mein Gott. Ich akzeptiere den Witz jetzt nicht. Ich werde da jetzt einfach so weiterreden, als ob es kein Witz war. Nein. Nein. Apropos, Pichu wird übrigens gebufft. Jemand spielt Pichu? Pichu ist ein Gott mittlerweile. Was? Pichus Donner ist einfach, du benutzt Donner und der Donner ist praktisch also wirklich im nächsten Frame bei dir. Plus, wenn du den Gegner so abpasst, dass du wirfst ihn nach oben und dann machst du Donner oder einfach du bist so weit unter ihm, dass die Wolke genau beim Gegner spawnt. Spiked Donner. Das ist ein Meteor. Der Donner ist ein Meteor. Wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich mich mit Pikachus Ultimate schon öfter selber von der Plattform befördert habe. Alter, Pichus. Good old times. Kann ich nicht bitte einfach in der Timeline leben, in der Half-Life 3 existiert, aber Pichu immer noch Trash-Tier ist? Bitte. Ich glaube, Pichu ist mittlerweile A-Tier. A-Tier, Alter. Autsch. Oder A oder B, ich weiß es nicht. Rush B.
Ah ja, das fällt mir wirklich jetzt auf. Schade. Ich dachte eigentlich, Lorik wäre wirklich noch sein eigener Charakter. Nee, er ist nicht cool genug. Ich wusste doch, irgendwas fehlt. Lorik ist scheiße. Von wegen everyone ist hier. Ja, mein Arsch ist hier. Er ist doch da. Ja, aber mit weniger Moves. Sorry, everyone is here heißt für mich Pokémon-Trainer und Glurak. Ja. Und nicht nur Pokémon-Trainer, weil er schon Glurak hat. Gib ihm halt ein anderes Pokémon. Das waren zwei unterschiedliche Gluraks. Das eine konnte Zertrümmerer, das andere konnte was anderes. Was ist mit Quajutsu? Flammblitz. Ja. Was mit Quajutsu? Quajutsu hat einen Counter, ja. Hatte? Oh, fucking hell. Ja. Der macht dann denselben Move wie Lucario. Der macht dann halt den Naruto-Move und dann ist er so ein Baumklotz und dann. Er ist nicht so cool wie Lucario, please. Kommt dann hinter dir. Bin ich, by the way, der Einzige, der manchmal so ein bisschen enttäuscht von manchen Final Smashes ist? Also, ich hab mir mal alle angeguckt, also. Ich find's scheiße, ich find's unfair, sag ich jetzt mal, wie leicht manche zu treffen sind und andere wiederum so scheiße schwer zu treffen sind. Beziehungsweise scheiße schwer zu treffen und dann absolut useless sind. So Pikachu oder so ist einfach, oder Sonic ist einfach, nimmt die ganze Stage ein und du musst nichts vorher treffen oder so. Nö. Und dann hast du so fast jeden Fire Emblem Character oder so, die wirklich neben dem, oder Fox oder Falco oder sonst wer, die neben dem Gegner stehen müssen, um den zu aktivieren. Moment mal, habt ihr keinen, Ladmaster mehr? Der wurde retired. Die haben jetzt der Boss mit den Ladmaster. Vor allem, das finde ich am bescheuertsten, weißt du? Jetzt haben sie es hingekriegt, dass es nicht mehr dreimal Ladmaster gibt, aber sie haben trotzdem immer noch dreimal denselben Smash. Ja. So das what's the fucking point? Es ist genau dasselbe wie Captain Falcons Move halt, nur halt ja, der ist aber auch cool, sorry, aber das muss man ja mal sagen. Ja, in Ultimate hat er jetzt sogar Feuerflügel neben seinem Auto gekriegt. Ja, Scheiße. Weißt du, das ist seit drei Spielen derselbe Smash, aber es ist trotzdem cool. Und immer legen sie noch eine Schippe oben drauf. Oben drauf. Nee, aber... ich weiß nicht, sie haben es geschafft, dreimal Landmaster loszuwerden und haben es durch dreimal denselben Cinematic-Finisher ersetzt. Ja. Was ich irgendwo... Ich weiß auch nicht, ich find's irgendwo bescheuert. Das Problem ist... Ich bin ja sowieso wieder ein Nintendo-Hater, deswegen... Was macht man denn so für Falco und Fox und Wolf dann? Ich weiß doch auch nicht. Wolf hätte so viele Möglichkeiten gehabt. Er hat so viele unglaublich coole Momente in den Spielen, wo er auftaucht. Er taucht dann auf in seinem Star-Wolf-Wing und dann ja, schießt er hat... Das ist mega geil, Mann. Ja, aber was machst du für ein feines Smash daraus? Feiniges machen. Ja, dir fällt selber nichts auf. Er könnte im Prinzip seine ganze Crew anfliegen lassen und einfach die ganze Stage bombardieren. Er hat jetzt seine Star-Wolf-Truppe. Es ist, ja, das ist ein schneller Angriff, es ist schön und witzig, aber bin ich der Einzige, der auch mal so nebenbei, der irgendwie das Gefühl hat, dass sau viele Smashes eigentlich, ich treff dich, wir sind jetzt kurz über der Stage, ich schlag dich einen Haufen Male. The End. Also ich meine, kommt es mir nur so vor, da gibt es davon echt jede Menge. Mhm. Also entweder sind es Cinematic Finisher oder halt diese, wie du schon sagtest, wir gehen kurz irgendwo hin, wo wir schön alleine ungestört sind und dann hau ich dich kaputt. Ich meine Great Aether, Limit Break und Quajutsu, da gab es noch mehr, die so ähnlich waren. Wie gesagt, Donkey ich habe mir einfach mal... Donkey Dong und Little Mac sind auch dieselben. Stimmt, das sind auch dieselben. Ich meine, ich finde es schön, dass Donkey sich einfach denkt so, oder. Aber... Was war Diggis Final Smash nochmal? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Er fetzt genau wie Pikachu und Sonic durch die Gegend. Ach ja, und am Ende fliegt dann sein explodiert Jetpack, und stirbt. Homt dann an so einen Gegner an, stimmt. Ups, falsche Richtung. Pac-Man und Sonic sind eigentlich auch dieselben. Ja,
Pac-Man hat auch so denselben. So, wer hat denn eigentlich alles so Cinematic Finisher? Fast alle Fire Emblem Charaktere, soweit ich weiß. Ja, stimmt. Yoshi hat ein. Was hat Kirby denn mittlerweile nochmal? Ach ja, dieses Megaschwert. Aber das ist kein Cinematic, das ist einfach nur auch wieder, wie du sagst, so, wir gehen, ich nehme einen Teil von der Stage an und hau kaputt. Ja. Fox ist einer. Captain Falcon ist einer. War Chrome nicht auch? Ich schlag dich nach oben und hau dich da. Naja, Chrome war auch. Ich hau dich mal für ein paar Minuten und dann war's das. Lucia hat, glaube ich, was ähnliches wie. Lucia und Marvin sind sie dieselben Kritikerin. Das sie womit da, du dich übrigens immer noch, womit du dich übrigens immer noch selber killen kannst, wenn du ihn in der Luft aktivierst. Ja, das dachte ich mir schon. Das klingt doch fair. Es ist so dumm. Ich habe den Classic Mode damit gespielt, hatte mein Final Smash und dachte mir so, jetzt kriege ich dich. Und dann hat der GR dodged und dann habe ich mich selbst dann gekillt dadurch. So relatable. Holy shit. Meta Knight. Falco hat auch ein. Durch selber. Ich geh grad durch. Ich hab mich übrigens einmal mit Cheeks Ulti umgebracht. Roy Crom. Ich weiß bis heute nicht, was die Ulti macht. Was ich weiß, wie man sie aktiviert. Ich wusste es nicht. Cheek, ja. Er dasht einmal nach vorne und du musst einen Gegner treffen dazwischen. Eben, wenn du ihn dann triffst, dann ist auch wieder dieses: Oh, ich treff dich jetzt einen Haufen Male. Ja, und ich bin damit von der Plattform gestürzt. Hardcore. Hardcore! Ich ging jetzt einfach so die Charaktere vom Roster durch, wie ich das gerade sehe, deshalb. Ja, aber. Ich noch nicht aufgezählt habe. Kurz gefragt, wer war Meta? Was war Meta Knight nochmal? Meta. Damals war es halt das mit dem Cape, so, komm! Ja, eben. Heute ist es. Lass mich. We went too far! Ist das auch so eine Flurry Attack mittlerweile? Ich muss gerade mal gucken. Ich bin gerade im Training Mode. Weiß es gar nicht mehr. So. Es ist auch so ein Quajutsu Move. Oh. Nani. Verstehe das nicht. Ah, gut. Also nochmal. Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Yoshi, Fox, Falcon. Ich meine, mit Meta Knight hätte man doch so viel Cooles machen können. Ich meine, der Typ hat ein ganzes Schlachtschiff, for fuck's sake. Er hat also ein richtiges Schlachtschiff, das ist richtig. Aber dann hätte es einen Cinematic-Angriff gehabt, der einfach nur die Halberd schießt den Gegner ab gewesen wäre. Wie das Scheißding ist resettet? What the fuck ist das denn jetzt? Achso, ich kann hier einfach wieder hoch. Okay, ich hab nichts gesagt. Ja, ist. Eine Güte, das ist immer wieder typisch, wenn ich über Smash rede. Es heißt denn immer ja, aber ich hab trotzdem Spaß. Das ist auch schön, das ist auch toll, dass du daran man Spaß hast. Man darf auch Spaß haben, man darf aber auch eine eigene negative Meinung dazu haben. Es ist doch jedermanns andere Meinung. Smash ist definitiv nicht perfekt. Weil, nee, auf gar keinen Fall. Weil gerade mit den Smashes, ich finde, da steht und fällt ein Fighting-Game, ob ein Finisher gut aussieht oder nicht. Und gerade wenn ich denn sowas sehe, wo denn oft dasselbe ist oder schlicht Carbon Copy, dann denke ich mir auch immer so, Mensch, warum? Wenn ich darüber nachdenke, wie Pomelos Ultimate aussieht, wird einfach nur groß und kann sich am Ende auch damit selber umbringen. Ja, stimmt. Das ist auch sowas. Warum hat Pummeluff immer auf denselben useless Shit? Ich habe bis heute legit noch niemanden damit. Die Sache ist, mit Signature-Move, den er mit Pummeluff hätte machen können, wäre Mega-Gesang oder solche Geschichten. Und dann wäre es den selben Move gehabt wie Peach und Daisy, also. Ganz ehrlich, da fand ich damals Luigi's Ultimate unglaublich lustig, dass er einfach in so seine Trance fällt, alle mitnimmt, alle haben irgendeinen Dieb ab. Ich fand das so witzig. Ich meine, man hätte mit Pummeluff aber auch ein Cinematic machen können, Anspielung auf die Serie. Er schläfert alle ein und malt ihn denn im Gesicht rum, was denn irgendwie. Und dann explodiert ihr Gesicht. Was denn irgendwie DPS wäre oder sowas. Shadow, du darfst nicht vergessen, danach explodiert ihr Gesicht. Ja, eben, das ist ganz wichtig. Das wäre so meine Idee jetzt, weißt du?
Das wäre meine Idee für Pummeluff, aber nee. Ich sag mal so, die arbeiten ja immer noch daran. Vielleicht ändert sie ja noch einiges. Ich glaube nicht, dass sie am bestehenden Kämpfern irgendwas umdrehen, außer die Werte von Attacken anpassen, was vielleicht zu stark gewesen wäre oder so. Ey. Muss noch viel früher das Gleiten einsetzen, weil das ist irgendeinem Grund nicht funktionieren will gerade. Ich fand's. Wie war Robs neuer Final Smash noch? Er macht einfach so der mega Sorg-Laser. Genau wie Samus im Grunde. Nee, aber sorry, das ist jedes Mal, wenn ich über Smash oder irgendwas Nintendo-Relatedes rede. So, sobald man mal einen kleinen Kritikpunkt hat, heißt es dann immer ja, aber. Wie gesagt, ich bin ja kein Nazi, aber. Du sagst ja nicht, dass das Spiel scheiße ist. Nein. Du sagst einfach nur, ich habe da einen Kritikpunkt. Ich habe da einen Punkt. Dieser aber, Punkt aber hier. Aber das wird halt immer so direkt aufgefasst als, nein, Smash ist scheiße. Na, du hast Nintendo! Hör auf, Nintendo zu hassen! Oder ich hasse dich! Danke, dass du die Fabrik stillgelegt hast. Sorry. Das habe ich im Getriebe gefunden. Aber so kommt mir das manchmal rüber einfach. Hier, wenn ich über Nintendo rede. Und es nicht immer nur in höchsten Lob und Tönen ist. Du bist ein elender Hater. Ja, ich hate ja halt nur. Also, das gar nicht. Wenn das hier heutzutage der Punkt ist, um irgendwie Kritik mal äußern zu dürfen, dann bin ich auch liebend gern Hater. How dare you? Hab ich absolut kein Problem mit. Da kriegt jeder erstmal so schön eine in den Hals. Und nee, jetzt sag mir nicht, du hast da oben irgendwie einen Edelstein vergessen, you dipshit. Weil das ist langsam, Sparks. Du und ich, ne, wehten sehr kalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag. Beste Freunde für immer. Ne, ein sehr kalter Wind im Arbeitsvertrag. Das weiß er, überspitzt das nur gerade. Heavy. Ey, das hab ich doch... Oh, Alter. Aber sowas kriege ich halt immer zu hören, wenn ich mal über Nintendo rede. Das meine ich halt. Darum ging es. Es ging jetzt nicht um dich. Himmel, Arsch und Zwirn. Immer diese Leute, die egoistisch alles auf sich selbst beziehen müssen. Oh, also Gott, deswegen. Echt. Alter. Heute Abend, ey, ich brauche erstmal 3 Stunden Mikoten-Porn, ey, wenn das so weitergeht. Angel, du hast einen Job. Kann was darf ich mir darunter vorstellen? Nichts. Okay. Pussys, die sich aneinander reiben, so, ich gesagt. Also einfach so 2 Kätzchen aneinander reiben und die beiden so... Die kriechen dann so. Dann war tatsächlich eine... Oh Gott, ich kotze. Und dann sind sie einfach so statisch aufgeladen irgendwann und immer wenn du sie anpasst, wird es so bzzz. Mal so bzzz. Da sprühen die Funken in der Luft. Oh Gott. Wie gesagt, wie gesagt, Angel, you have one job. Ich bin halt jemand, ich lasse jedem seine Meinung um Himmel, Arsches Willen nochmal. Aber ich habe halt, wie gesagt, jedes Mal bei Nintendo das Gefühl, wenn ich irgendwie über Nintendo reden muss, dass es dann immer so direkt rüberkommt, nein, du bist ein Hater. Ja, bist du doch auch. Bin ich auch, okay. Ah ja, stimmt, haben wir ja eben gerade geklärt. Ich bin ein Hater deswegen. Was gegen meine Meinung gesagt? Ja, ich bin ein Hater deswegen. Da bin ich aber nicht der gleichen Meinung. Nee, das ist ein Hater. Richtiger Hater ist er. Richtiger Hater, der haten hatet. Aber ich glaube, ein Level mache ich noch und dann, oder? Sonnenstrand? War Sonnenstrand ein schönes Level? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Sonnenstrand heißt Sonnenstrand. Also das muss schön sein. Gartenstrand. Mein Gott. Okay. Oder lasse ich hier für heute gut sein. Dein Kopf ist schon im Feierabend, ja gut, dann lass ihn da. Ach komm, ein Level machen wir noch und dann lassen wir gut Moment. Sein. Moment. Das will ich bitte in Slow Motion sehen, das sieht zu bescheuert aus. Alle. Wo kann man das einstellen? Speed. Bitte auf 1/4.
Okay. Okay, Ultimate. Hast du doch gut gemacht. Okay, Ultimate. Bei Richters und Simons Jab. Wenn die da so ihre Peitsche da so rumwirbeln. Dann dachte ich erst so, haben die da einfach so den Arm rotiert? Einfach nur konstant so. Aber nee, haben sie sogar richtig animiert, so dass das auch wirklich halt Sinn macht. Oh nein, das ist dieses Level. Oh Gott, warum habe ich gesagt, ich mach noch eins? Kannst du mal aufhören? I cannot stop. Believing. Do you believe in love after love? Moment bitte, was? Das war der Final... Man, was? What the fuck is this? Okay, wow. Alter. Also die Damage-Verteilung finde ich manchmal auch ein bisschen... Manche Final Smashes machen so 88 Schaden und der von Pit macht gerade mal... Nichts. 48. Und es ist einfach nur so eine gerade Linie. Das heißt, wenn du ein bisschen zu hoch oder zu tief bist, kann das auch gut verfehlen. Penguin! Der Seestern liebt dich. Ja, Alter! Stimmt, der Seestern, er liebt mich! Der Seestern, er liebt dich! Alter! Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Der Seestern, er liebt dich wirklich. Zwei, nochmal der von Dakanto. Du wirst einfach von Leuten Massen erschossen. Irgendwie du wirst getroffen und dann wirst du irgendwie so Massen... Auch ein Cinematic, ja. Wirst du Massen getötet einfach nur. Ja, ich finde den find ich persönlich ja noch schön. Der ist auch noch schön anzusehen. Da sind doch einfach diese komischen Banditen. Ja, genau, ja. Da schießen die einfach Mafia-Style. Die 8-Bit-Maschinen, ja. Maschinen, Banditen. Alter. Was war denn der von Robin nochmal? War das die Kombo mit Crom? Ich glaube ja, das war auch so ein. Hier, guck mal, wir schlagen dich nach oben und machen dann viel Zeug-Dinge. Wie könnte man solche. Maximum irgendwas? Weiß auch nicht. Was sparkst du, Scheiße? Das muss so komisch sein, wenn du gegen Crom kämpfst und dann, also Crom gegen Darain und dann macht Darain sein Final Smash und auf einmal kommt ein zweiter Crom. Ja, meinst du, das passiert? Hast du es mal ausprobiert? Meinst du, das passiert? Kann ja mal ausprobieren. Nachher kommt da irgendwer komplett anderes. Ich probiere das jetzt aus. Nachher kommt da irgend so ein Super Saiyajin und tötet alle. Wo ist denn der gute Crom? Das ist Krumm. Krumm. Das ist ja auch einfach nur Lucina. Was ist, wenn da Lucina und Krumm du in so einem Triple Battle bist? Da steht ein Koch, der aus unseren Babyschildkröten Suppe machen will. Ach cool, ich kann ihn aber nicht aufhalten. Ich bin literally zu blöd zum Klettern, also Nee, es ist literally Krumm, der Krumm verprügelt, alles klar. Hör auf dich selber zu schlagen! Keine gute Legierung. Ich wusste es, Aaron. Ich wusste es. Ich hab nur drauf gewartet. Aaron, ohne Witz. Ich hab die ganze Tag gesessen. Und überlegt, wie krieg ich es dazu, Stahl diese Kompensation einzubauen? Nur damit wir diesen scheiß Legierungsjoke wieder bringen können. Werden hier oben sicher sein. Meine Fresse, ey. Wenigstens ist der Final Smash von den Ice Climbers mittlerweile ein bisschen aufgewertet worden. Ja, stimmt. Der war ein bisschen besser jetzt, ne? Da rotiert ein Eisbär drauf rum und wenn der dich erwischt, dann ist das wirklich ein Kill. Wenn der Eisbär rotiert, dann weißt du, das Mean Business. Alter. Wenn der Eisbär rotiert. Ihr seid Schildkröten, warum tragt ihr fucking Windeln? Ja, richtig, steck ihm die scheiß Gabel in den Arsch. Ist richtig. Oh Mann, und das Spiel ist toll. Dass man ohne Claire Sonnenstand da raufkommt, das ist schön. Ich mach's trotzdem der Reihe nach. Ich muss sowieso in zig Level später wieder rein, also von daher.
mach eine Welt oder... Eigentlich an sich, das Spiel ist nicht lang. Ich glaube, es hat 3 Welten. Und, ich glaube, es hat nur 3 Welten. Und dann muss ich am Ende sowieso immer wieder Zeug neu machen, wegen den Stilpunkten. Also von daher... Es wird sowieso ein bisschen dauern, bis ich das hier hab. Der dritte hatte dann wieder, glaube ich, mehr Content an sich. Aber hier, Spyro 2 war halt, du musstest viel Backtracking nachher betreiben, weil du halt dann Fähigkeiten hast, die du vorher nicht hattest. Beziehungsweise erst Fähigkeiten in der letzten Welt hattest, wo du dann bekommst. Weil zumal Klettern ist, glaube ich, etwas, was ich erst in der nächsten Hauptwelt lerne. Okay, ich mag aber Sheiks neuen Final Smash, der ist schon brutal. Ja, der metzelt dich richtig ab und bringt dich um und mag dich nicht. Der denkt, du bist ein Hater. Ja. Aber ja.